Hallöchen, vielleicht seid ihr gerade auf der Suche nach einer neuen Tastatur oder wollt euch einfach mal ein bisschen informieren. Dann würde ich sagen, ich helfe euch einfach mal, indem ich euch erstmal Keyboard-Größen, Keyboard-Layouts und dann noch einige Pre-Builds und Custom-Keyboards für verschiedene Größen vorstelle. Fangen wir erstmal bei den Größen an. Als erstes gibt es natürlich das relativ bekannte Full-Size-Layout. Da haben wir alle Keys, die wir brauchen, beziehungsweise alle, die man normalerweise hat, deswegen ist es auch 100%. Und da hat man halt hier zum Beispiel nichts, das ist bei den meisten weggelassen, deswegen steht hier 104-108 Keys, also das variiert je nach Tastatur. Da haben wir das Numpad, Arrow Keys, die normalen Alphas, die Modifiers hier an allen Seiten und die F-Row. Das ist für all diejenigen, die zum Beispiel programmieren oder sehr viele Hotkeys brauchen bzw. Makros brauchen. Und ja, auch für Streamer kann das relativ nützlich sein, weil man dann zum Beispiel hier auf das Numpad einige Hotkeys für OBS legen kann. Das hatte ich damals auch bei meiner SGK3 von Shakun. Da hatte ich zum Beispiel auf 5 hatte ich dann Wiederholung speichern oder auf 6 Aufnahme beenden, Aufnahme starten. Und ja, das ist dafür relativ nützlich. Aber sonst würde ich eher auf eine kleinere Größe gehen, denn wie der Name schon sagt, Größe, die ist natürlich dann kleiner und ihr habt dadurch auch mehr Platz. Und ja, es gibt auch einige Keycap-Sets, wenn ihr das mal customizen wollt, dann gibt es auch einige Keycap-Sets nicht in Full-Size, beziehungsweise die haben dann nicht alle Keycaps, die ihr benötigt. Dann zu 1800 bzw. 1800 und das sind 99 bis 104 Keys. Da haben wir das Numpad zwar, aber wir haben hier diese Keys nicht, beziehungsweise hier sind die dann nach oben gepackt worden. Und wenn ihr die hier vorne haben wollt zum Beispiel, dann sind die hier per Fn-Taste bzw. Menü oder was auch immer dann als Zweitbelegung zu erreichen. Ja, dazu muss man nicht viel sagen, ist eigentlich ein cooles Layout. Und ja, dann gehen wir rüber zu 96/90%. Es ist halt 1800 nur in kompakt. Da haben wir natürlich dasselbe, ja gut, da muss man nicht viel zu sagen, es ist halt 1800 compact. Das ist dann 99 Keys halt. Dann haben wir 80% bzw. TKL. Das ist dann einfach ganz normal Full Size, nur ohne Numpad. Das ist eigentlich eine ziemlich beliebte Größe, jetzt unter Custom-Bildern und auch normal. Und ja. Das sind 88 Keys und ja, wer das Numpad nicht braucht, aber zum Beispiel die Keys hier und die da und die F-Row, kauft es euch. Also ist jetzt nicht mein Favorit, aber das ist ja alles generell ziemlich Preference. Dann zu 75% bzw. Compact TKL. Das sind quasi die gleichen, nur ihr habt halt alles nochmal kompakter. Also wir haben hier 4 Keys weniger und es ist alles halt zusammengepresst, wie Compact halt schon sagt. Und ja, wir haben jetzt halt zum Beispiel hier noch so ein kleineres Shift, da muss man halt Keycap-Sets finden, die passen. Da gibt es ziemlich viele, aber ja, muss man halt drauf achten, weil wenn es nicht passt, ist es kacke. Das ist eigentlich auch ein ziemlich gutes Layout, wo man auch einige Keyboards findet, einige gute Keyboards findet. Und ja, gehen wir rüber zu 65%, meinem Lieblingslayout. Das sind 68 Keys und wir haben hier halt quasi 75% nur ohne diese obere Row. Also das hier ist relativ egal, da geht halt Escape hin.
Also, ja. Die beiden switchen quasi und die F-Row geht weg. Ja. Ist ein ziemlich gutes Layout, meiner Meinung nach. Und ihr habt halt viel Platz. Man hat so gut wie alles da. Hier die Arrow Keys, super nützlich und sowas. Dann haben wir 60%, keine Arrow Keys, keine Navigation Keys. Das ist, ich würde sagen, gerade das beliebteste Layout. Jedenfalls bei den Pre-Builds. Ich glaube, es geht aber mittlerweile auch eher zu TKL und 65% hin, weil 60% manche merken einfach, dass man da Social Arrow Keys nicht hat, die man dann gerne hätte. Und ja, 60% ist halt für mich nicht so geil, weil ich benutze die Arrow Keys ziemlich, ziemlich oft. Aber sonst gibt es doch einige geile Keyboards für. Und ja. Dann kommen die weniger populären. Das sind 50% und 40%. Bei 50% haben wir hier vier F-Tasten und keine Numbers. Also hier ist halt quasi fast dasselbe, nur halt ohne die F-Keys. Und ja. Dann, ja. Also hier haben wir 49 bis 51 Keys und hier 45 bis 50. Also ja, da fehlt nicht viel. Und ja, es ist eher für Leute, die sich gut was merken können, denn wie man hier diese Sachen erreicht, das ist einfach über Layers. Das heißt, man nimmt in Via, weil es gibt, glaube ich, keine normalen Pre-Builds, die 50 oder 40% sind. Daher sind die meisten auch QMK und Via kompatibel. Also kann man in Via einfach dann die Layers festlegen. Also zum Beispiel, wenn man, sagen wir, Menü drückt und Q, dann haben wir da zum Beispiel die 1. Also so als zweites so ein Sub-Legend. Gut, dann würde ich sagen, sind wir für die Keyboard Sizes fertig. Und wir gehen über zu den Layouts. Hier haben wir ISO und ANSI. Es gibt auch noch JRS, das ist japanisch, und noch einige andere, aber das sind eher so nicht wichtig für unsere. Und genau, ISO ist das europäische, beziehungsweise der, ja, Standard quasi, und ANSI ist so der internationale. Erstmal zu ISO. ISO ist halt. ISO, da gibt es verschiedene Ausführungen, zum Beispiel ISO.de, das ist das deutsche Layout, ISO IT, ISO ES, sind halt einige andere europäische. Und zum Beispiel bei ISO haben wir jetzt hier die große Enter-Taste, wo wir im Gegensatz zu ANSI halt die kleine haben. Und bei ANSI ist zum Beispiel das linke Shift auch größer und bei ISO das kleiner, deswegen ist ANSI auch irgendwie meiner Meinung nach besser. Und ja, sonst ist da nicht viel anders. Wir haben halt bei ISO.de zum Beispiel, das sieht man jetzt nicht, weil hier das normale ISO ist, also das Standard-ISO. Da haben wir hier AOY und das haben wir hier bei ANSI halt logischerweise nicht, weil, naja, das gibt es quasi nur im Deutschen und bei anderen, aber ja. Dann haben wir sonst hier nicht viele Änderungen, außer dass bei ISO.de, sieht man jetzt natürlich nicht, das kann ich euch bei dem Keyboard später noch zeigen. Hat man hier die Tasten vertauscht, also einige Keys sind da vertauscht. Also wenn ihr E ANSI kauft, dann solltet ihr eben im Windows das deutsche Layout reinmachen und halt darauf achten, dass ihr schon ein bisschen mit Keyboards geschrieben habt, denn dann ist es einfacher, die Keyboards ganz normal zu benutzen, weil man nicht immer auf die Tasten schaut und ja. Und dann noch ein kleiner Tipp nebenbei. Ich würde euch immer nein, nicht ISO, ich würde euch immer ANSI empfehlen, denn da habt ihr einfach deutlich, deutlich, deutlich mehr Möglichkeiten. Es gibt hunderttausende, okay, das ist ein bisschen zu viel, ein bisschen übertrieben. Es gibt viel, viel, viel mehr Kits von ANSI und viel, viel mehr Keycaps und was auch immer noch für ANSI, weil ANSI einfach deutlich, deutlich weiter verbreitet ist als ISO. ISO ist aber ein kleiner Markt. Weil auch viele in Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, etc. kaufen auch ANSI. Also, ja.
Dann gehen wir rüber zu den Keywords. Ich zeige euch erstmal nur ein paar gute Beispiele. Also, ihr könnt euch darauf verlassen, dass alle Beispiele, die ich jetzt zeige, sind gute Keywords. Und wir fangen von oben an. Bei Full Size haben wir bei Full Size in ISO.de haben wir die Shakun Scalar SGK 60. Das ist quasi die SGK 3 ein bisschen verbessert. Und zwar habt ihr hier Kale Box Switches und PBT Keycaps. Also ja, Aluminium Case, das ist ein relativ gutes Prebuild für um die, ich glaube, müsste sogar um 70, 80 Euro sein. Dann haben wir Full Size ANSI, das ist Keychron K10. Das ist ja ein gutes Prebuild auf jeden Fall, hat Hotswap, was die SGK 60 nicht hat und daher ist es auch relativ leicht aufrüstbar. Also, wir können Switches looben, beziehungsweise ich glaube, die Keychrons, die kommen mittlerweile schon mit Preloop-Switches, also mit Keychron Pro-Switches. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Sache. Und zu guter Letzt haben wir noch eine Full-Size Custom. Das ist die GK 106, 106. Und ja, muss man nicht viel sagen, ist halt eine normale GK-Tastatur, wie man auch von, zum Beispiel von der GK61 kennt. Die GK61 ist aber so mäßig, weil es ja oft mit Opticals gibt und die sind halt ziemlich kacke. Dann weiter runter zu 96%. So, machen wir erstmal bei 1800 weiter. Denn das kommt ja davor. Da haben wir erstmal ANSI. Das hier ist, die hat noch keinen wirklichen Namen. Obwohl doch, die heißt IF96. Das ist die Junsi IF96. Die kommt erst bald raus, Ende des Monats. Und beziehungsweise das Video, ja, kommt ein paar Tage vorher raus, bevor die kommt. Und ja, ist ein ziemlich gutes Board. Aber dazu kommt noch ein Video, das heißt, ich werde jetzt erstmal noch nichts dazu sagen. Dann haben wir 1800 ISO.de. Das hier ist, weil es gefühlt keine neuen ISO.de-Boards gibt für die Größe. Das ist einfach eine Cherry G80. Ist ein altes Board. Und ja, kann man nicht viel zu sagen. Ist ein altes Board, wahrscheinlich mit MX Blacks oder MX Browns oder sowas. Und die wird auch von Enthusiasten öfter gekauft, weil man einfach diese älteren Cherry Switches haben will, weil die damals anscheinend noch gut waren. Und zu guter Letzt haben wir 1800 Customs. Das hier ist die Keychron Q5. Die gibt es noch nicht, aber die wurde bereits angekündigt. Also könnt ihr die auch schon mal auf die Warteliste setzen. Gibt es auf der Keychron-Seite. Und das wird auf jeden Fall ein echt geiles Prebuild. Beziehungsweise ihr könnt es als Prebuild und als Barebone kaufen. Also da habt ihr eine gute Auswahl. Dann 96% haben wir bei der ANSI, haben wir die GK96S. Und ja, wie gerade schon, ist halt, kann man auch als Custom kaufen, das ist die GK96X. Und genau, dann zu ISO.de, das ist die Keychron K4. Genau wie die Keychron K10 ist es Hotswap-Build mit Aluminiumrahmen. Beziehungsweise kann man dazu buchen und ISO.de halt, also hier Ü, ganz normale Sachen und ja. Und dann die Custom, das ist die Melody 96 von YMDK. Die ist vor allem durch einige YouTuber bekannt und hat zum Beispiel Underglow, was ziemlich gut aussieht, ist ja aber nicht an anscheinend. Und ist auch ein Aluminium Case und ja. 96% halt. Dann als nächstes haben wir TKL. Also 80%. Fangen mit ANSI wieder an. Das ist die Keychron K8 Pro. So ein neues Board müsste schon geshippt worden sein. Oder ist noch ein Kickstarter, weiß nicht mehr genau.
Ist auf jeden Fall ein neues Board, wurde ein bisschen verbessert im Gegensatz zu der Keychron K8, die ich als Pre-Build genommen habe. Und ja, dann hier die Keychron K8, wie auch die anderen ISO.de Keychron-Tastaturen, Hotswap, Alu-Case und ja, muss man nicht viel zu sagen. Hier die TKL Custom. Das ist eine etwas teurere Custom. Die Frog TKL von Geonworks. Und die bekommt man für, also nur für Case, PCB, Plate, etc. Bekommt man für ungefähr 500 bis 600 € Aftermarket. Und ja. Also ist auch hier WKL Board, also Win Keyless, was einige neuerdings mögen. Finde ich auch ganz cool, aber ich bleibe eher bei 65%. Dann 75%, also quasi TKL nur ein bisschen kleiner noch. Da haben wir die Akku PC75B Plus. Das ist ein ziemlich gutes ja gut, ist so ein halbe Custom Pre-Build. Nämlich haben wir hier Pre-Loop-Switches drin. Wir haben Foam schon drin, wir haben Knob und ja, ganz gute ASLPBT-Keycaps. Also mit meinem Code Hardware-Netzwerk bekommt ihr es auf der akkugear.de-Seite auf jeden Fall noch für 95 €. Das heißt, das ist nochmal deutlich besser und das ist auf jeden Fall mal ein Kauf wert. Wie schon die anderen Keychron-Boards, hier die Keychron K2. Ja, muss man nicht viel zu sagen, ist immer noch dasselbe gewesen. Und die erste Custom von Keychron war die Keychron Q1. Die gibt es mittlerweile auch mit einem Knob und die ist eigentlich ein ziemlich gutes Einsteigerboard. Dann von 75% zu 65%. Bei ANSI haben wir die Junsi KC68 Mint. Gibt es auch noch ein paar anderen Farben. Habe ich einfach mal die ausgesucht. Und ja. Kann man mit Gatron Yellows zum Beispiel nehmen oder Gatron Blacks, Gatron Blues, Browns, was auch immer. Und da würde ich auch auf jeden Fall, wenn ihr Linears wollt, die Yellows empfehlen. Sehr gute Switches und ja, PBT-Keycaps, Plastikcase, also ein relativ normales Pre-Build für um die 70 bis 80 €. Und genau, für ISO.de haben wir die K6, die Keychron wieder. Sieht man auch schon an den Keycaps wahrscheinlich. Und die hatte ich auch mal, auch mit Aluminiumrahmen, Hotswap und sowas. Und da war ich auf jeden Fall sehr zufrieden mit. Das ist wirklich ein gutes ISO.de Board. Dann zu der Custom, das ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Customs, und zwar die KVD67 Lite R3. Es gibt auch noch andere R2 und R1, aber das sind halt so die quasi Revamps, also neue Versionen. Gibt auch mittlerweile schon die R4, aber die ist gerade erst angekündigt worden und das wird ein interessantes Board auf jeden Fall. Ist auch ist ungefähr das beste 65% Einsteiger Custom Board. Und dann schon zu 60%. So, bei 60% ANSI haben wir die Gamma K K61. Ist ein Pre-Build natürlich, wie gesagt, und das haben wir in Frosted Acrylic Case. USB-C, Detachable Cable, ja, Gatron Switches, Hotswap, also die kosten ungefähr nur 60 €. Guck mal, für 60 € bekommt ihr so gute Funktionen, so Features. Und ja, muss man nicht viel zu sagen, geiles Board. 60% ISO.de haben wir die MISA MZ60. Die gibt es auch mit ANSI und mit ISO UK. Aber hier ist auch die mit ISO.de, also hier RÜÖ und so was. Ja. Da müsst ihr aber darauf achten, dass ihr die mit mechanischen Switches nimmt und nicht die mit Opticals, weil sonst könnt ihr Hotswap nicht wirklich nutzen, weil es gibt eigentlich quasi keine guten Optical Switches. Und ein neues, ziemlich populär gewordenes 60% Custom Board, und zwar die Buckhorn Echo 60. Da in dem Case, also in dem 3D gedruckten Buckhorn Echo 65 Case, werde ich auch bald ein neues Board bauen, aber dazu wann anders mal was. Ist auf jeden Fall ein geiles Case. Ihr findet auf GitHub oder GitHub, wie auch immer man das ausspricht,
auch die Files dafür, um die 3D zu drucken, oder sonst könnt ihr bei Canon Keys kaufen. Und dann zuletzt die beiden anderen Layouts, 50 und 40%. Da habe ich jetzt, weil es, ich habe jedenfalls keine Prebuilds gefunden, daher habe ich nur zwei Customs genommen. Daher haben wir hier die TMO V2 mit Aluminium Case und ja. Ja, 50% halt. Und hier haben wir die Romeo 40. Das ist auch ein ziemlich, muss ich sagen, ein ziemlich schönes Case. Und so ein schönes Kit, weil das kommt ja aus Kit. Und hier, weil hier oben haben wir so das ein bisschen so einen Einblick ins PCB. Und ja, ich glaube, mir werde ich auch mal ein 40% Board holen. Entweder eine ID 40, also von Idabar, oder halt hier die Romeo 40. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und es hat euch weitergeholfen zum Einstieg in die Keyboard-Szene und auch in die Custom-Keyboard-Szene. Bald kommen noch einige andere Guides zu Switches, Keycaps und was auch immer man noch beachten muss. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Schreibt in die Kommentare, falls ihr Fragen habt oder Kritik oder was auch immer noch und adios.